Ich zitiere hier Bruno Gröning zum Thema Spielregeln des Lebens. Spiele nicht mit dem Leben, sondern im Leben. Das Leben ist kein Spiel. Das Spiel ist im Leben. Lebe das geregelte Leben. Das heißt, richte dich nach den Regeln des Lebens. Richtiges Lebensspiel hat seine Regeln. Das gute Spiel beginnt mit guten Gedanken. Dagegen beginnt das böse Spiel mit bösen Gedanken. Man könnte das Erdenleben als eine Spielschule bezeichnen. Um richtig spielen zu können, musst du die Spielregeln beherrschen. Im Spiel liegt das Gute. Das Gute ist das Göttliche. Solange du nach den Spielregeln spielst, ist es ein wirkliches Spiel. Bringst du aber auch nur einen bösen Gedanken hinein, so ist es kein Spiel mehr. Bei auch nur einem bösen Gedanken hört das Spiel schon auf. Nicht ärgern, wenn ihnen Menschen einen Schaden zufügen. Die Hauptsache ist, sie bleiben leben, sie bleiben gesund, sie können sonst alles verlieren. Das hat man ja im letzten Krieg gesehen, dass Menschen ihr Hab und Gut verloren haben und trotzdem heute noch lebensfroh sind. Das Kreuz ist die Sünde der Welt. Ja, es wurde damit der größte Menschenfreund gemordet. Wer den gesunden Humor nicht mehr besitzt und verloren hat, an dem ist nichts mehr. Wir müssen uns nicht nur den gesunden Humor erhalten, sondern ihn sogar fördern.